Willkommen bei den Diesel Buddies. Servus Freunde, hier habe ich eigentlich gar nichts groß zu sagen. Schaut es euch einfach an, das spricht alles für sich. Ja, vielen Dank an Richard Scherping nochmal, dass er da war. Viel Spaß beim Schauen. Please take a look at this wonderful MAN V10 engine with 600 horses. This is unbelievable. So, heute haben wir mal was ganz Außergewöhnliches. Was ganz Schönes. Aber prinzipiell, wenn man jetzt sagt, das waren so interessant wie die ABG, wo mein Eltern, mein Onkel immer, wenn man irgendwo ein Fernsehen da ist. Dann haben wir hier 5 und auf der anderen Seite auch nochmal 5. Sehr schön. Sehr schön. Das ist gut. Wäre gut, wenn es so weit wird. Ich werde eben was interessieren. Kommt immer so der kleine Junge durch, weißt du? Dann kriegst du, oh, da kommt er ja! Guten Tag Marcel! Komm mal her hier! Danke fürs Aufmachen! Mir zwei Autos aus einer Epoche. Ne? Irre. Beide 98er. Echt cool. Schön. So ist das. Das andere Paket steht da. Oh, war ja. Super. Und da hat er dann auch die Weste drin gehabt. Das ist sehr cool. Was schätzt du, was für ein Gewicht war? Der Auflieger hatte 7 Tonnen, das Auto nochmal 7 Tonnen, okay. Sag ich mal. So, hier dann links, ne? Da links, genau. Na, hier kommt was. Nicht so wirklich. Da hätte ich jetzt sehr sportlich fahren müssen. Oh. Das wär schon gegangen irgendwie, ne? Ach ja. Ja, da kriege ich schon ein fettes, breites Grinsen im V10 hier drin. Guten Tag! Ach, das ist cool. So, hier ist frei. Da steht ein Blitzer in der Mitte. Oh, was habe ich denn hier? Ich habe ein neues Lämpchen hier. Irgendwas war gerade mit Batterie. Okay. Du hast schlechte Auswirkungen auf das Auto. Super, na Dankeschön auch. Bestimmt nur ein kleiner Wackler. Elektrisches Schiebedach, ne? Auch schön. Funktioniert sogar, super. Angeber! Bei unserem Actros, ich habe das irgendwie auf dem Weg nach Düsseldorf, als wir die beiden Trailer da von Papiermettler geholt hatten, hatte ich das aufgemacht und habe es dann am Ende nicht mehr zubekommen. Da wurde es dann abends schon ein bisschen kühl. Ne? Ich saß dann hier so, okay, ohne Klamotten, was so, naja, Heizung an. Da kam ich dann zurück, Armin so, ey, du bist ganz schön kalt, du bist ja richtig blau im Gesicht. Da ich meine, ja, scheiße, Schiebedach geht nicht mehr zu. Aber was fummelst du denn da auch dran rum? Was fummelst du da? Ich meine, ey, hallo? Ich hatte das auch schon mal im Winter, dass es nicht wieder gut zuging, aber da musste ich ein bisschen Geduld ging es dann. Oh, wow. Das ist ein cooles Telefon. 7,5 Tonnen, nicht ganz. Ja, da fahren wir dann da so hoch. Da so links. Kreisel oder links, genau. Geräusch fehlt mir bei der Thelma so ein bisschen, ist ja völlig geräuschlos. Ist ja gar da pfeift oder singt auch nicht irgendwas? Gar nichts. So? Nee, okay. Nee, gar nichts. So, das ist dann jetzt Standgas. Das ist 6. Gang, ne? Ja. Klein oder groß? Groß. Ah nee, klein. Der 6, sorry, klein. Aber gut. Ja gut, ich meine, wir stehen fast, ne? Also, ja, und jetzt geht's ab. Berghoch. Jawohl, jetzt können wir hier jetzt. Ja, Berghoch. Moment.
Weil da oben musst du auf der Brücke ein bisschen aufpassen, wenn du dann. Ah ja, da ist irgendwo okay. Das ist ein bisschen. Das PKW geht, aber mit dem. Aber so viel Vollgas geben ist das schlecht. Also. Ja, meine Güte. Das presst aber ordentlich, ne? Ja, und wir sind ja jetzt nicht komplett leer, ne? Da haben wir ja, noch ja, 300 Tonnen drauf, also sind wir so gut 11 Tonnen insgesamt. Ja. Ja, da kannst du davon ausgehen, dass das auch mit einem Trailer dran, auch mit 40 Tonnen, auch mal richtig Spaß macht. Ne? Ja. Da kannst du das ein oder andere leichtere Fahrzeug echt ärgern, ne? am Berg. Ja. Oldschool-Navi, hat mir der Richard erklärt, ist auch noch drin. Das ist natürlich auch sehr fantastisch. Schwingt da sinnlos in der Gegend rum, aber es hat drin. Ja, ich kann es mal wieder einbauen und wieder in Betrieb nehmen, dann siehst du wieder was. So grob pixelig, ja, super. Genau, und da dann links. Das ist frei. Das müsst ihr dann gleich mal sehen, wenn man mit dem. Boah. Comio. Wenn wir mit dem Magnum fahren. Macht das Ganze immer grundsätzlich einfach mehr Arbeit als im F2000. Es ist alles knorzig, alles so schwergängig. Meine Güte. Da muss man sich erstmal immer dran gewöhnen an sowas. Das ist mal schöner großer V10. Wahnsinn. Und dann macht der Richard den wieder zu. Eine blaue Plakette ist ja auch cool. Super. Gibt mir schon ein bisschen feuchte Aure, ne? Das ist schon geil. Ah, ist leider kein Jaguar, ne? Das muss mal sein. Also echt so geil, das ist halt schon. Das Ding ist halt schon. Das hat halt echt Eier. Das ist richtig geil, das Teil. Also Richard, wir schwärmen gerade noch ein bisschen. Also ich bin schon echt verliebt, ne? In das Gerät. Nicht ausspannen hier. Hast du schon einen Ring an? Wahrscheinlich, ne? Ich meine, in 8 Jahren, ne? Das ist eigentlich, ja, müssen wir. Irre, ich freue mich so, dass du da bist. Also, you can find us on Instagram. Ja, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen und finden unter diesem Namen hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Thanks for watching, see you next time.